Wie viel kostet das Zahnmedizinstudium oder Humanmedizinstudium im Ausland? Darüber sprechen Annika und ich heute in diesem Video. Wir beide studieren ja in Sofia, in der Hauptstadt von Bulgarien, wo die Studiengebühren und die Lebensunterhaltungskosten verhältnismäßig günstig sind. Die Mischung von relativ niedrigen Studiengebühren im Vergleich zu anderen Universitäten im europäischen Ausland und die extrem niedrigen Lebensunterhaltungskosten, die etwa bei der Hälfte liegen, verursachen Kosten, die eben relativ verträglich sind und nicht immer unbedingt teurer sind als die, die man an einer typischen deutschen Universität und Universitätsstadt hat. Annika, wie sieht es denn bei dir aus? Welche Kosten hast du? Und du kannst vielleicht auch ein bisschen was darüber sprechen, wie du dir das finanzierst. Genau, also es ist so, die Studiengebühren betragen hier pro Jahr 8.000 Euro. Das heißt, auf den Monat runtergerechnet sind das 666 Euro. Und die Lebenshaltungskosten bei mir sind 500 Euro im Monat mit allem drum und dran. Also um das kurz aufzusplitten, ich bezahle derzeit nur noch 160 Euro Miete. Ich wohne in einer WG zusammen mit meinem Freund und noch einem Mitbewohner. Deswegen ist die Miete jetzt extrem niedrig. Aber im Durchschnitt bezahlen die meisten hier so 250 Euro pro Monat an Miete. Die Nebenkosten schwanken auch sehr zwischen Sommer und Winter, weil die Heizkosten sind einfach der Großteil der Nebenkosten. Das heißt, im Sommer zahle ich 5 bis 10 Euro Nebenkosten und im Winter so 50 bis 60 Euro. Dann Materialien für die Uni und Bücher bezahle ich aufs Jahr gerechnet 10 bis 20 Euro maximal. Das liegt einfach. Ja, also der Grund dafür ist, dass wir eine riesige Dropbox haben mit sämtlichen Online-E-Books, auf die wir Zugriff haben, und man hier in Bulgarien eben in den Copyshop gehen kann und sich da jedes Buch in Ringform ausdrucken kann und lassen kann, teilweise auch farblich, was man eben haben möchte. Und das wird hier einfach so geregelt und läuft eigentlich ganz gut. Das ist halt einfach für die bulgarischen Studenten anders gar nicht machbar, so ein Studium. Und wir haben natürlich den Vorteil, dass wir da auch in den Genuss von solchen Vorzügen kommen. Genau. Und selbst wenn man ein Originalbuch will, kaufe ich das immer von Leuten aus dem höheren Semester ab für 5 bis maximal 10 Euro. Auch die Materialien für das Zahnmedizinstudium, also alles, was wir für Prothetik brauchen, ist hier um einiges günstiger. Alleine der Artikulator, also wo quasi ein Gipsgebiss drauf ist, an dem wir arbeiten, hat 9 Lever hier gekostet. Ist ein sehr einfaches Modell, aber in Deutschland sind die Studenten verpflichtet, einen für über 1.000 Euro zu kaufen, den man eben normal als Zahntechniker verwendet. Also 1.500 Euro kostet er in der Regel. Und man hat eben in Deutschland im Zahnmedizinstudium in der Regel 10.000 Euro für ein komplettes Studium einfach an Material- und Instrumentenkosten. Der TPK-Koffer gehört da dazu, mit dem Artikulator und dann eben auch noch die anfallenden Kosten für jeden Kurs, für die Materialien. Und wenn man durch einen Kurs durchfällt, muss man den komplett nochmal neu finanzieren. So entstehen bei der Zahnmedizin hohe Kosten. Aber auch beim Humanmedizinstudium ist es immer mit hohen Kosten verbunden. Ein Thieme-Buch kostet typischerweise zwischen 80 und 100 Euro. Das ist dann nur ein einziges Fach für ein einziges Jahr oder Semester möglicherweise. Und das summiert sich eben auch. Und noch dazu kommen eben die extrem hohen Lebensunterhaltungskosten. Mittlerweile sind die Mieten, was eben viele nicht wissen, nicht nur in München und Hamburg extrem hoch, sondern beispielsweise auch in Greifswald, wo man locker 600 Euro für eine Wohnung zahlt und 400 bis 500, auch bis 600 Euro für ein WG-Zimmer zahlen muss, weil das eben mittlerweile Konzerne entdeckt haben, dass eben Studentenstädte sehr lukrativ sind. Und das muss man eben auch wissen. Genau, also ich kann hier mit allem drum und dran, also mit Studiengebühren, Miete, Essen, also für Essen bezahle ich so 80 bis 100 Euro im Monat, mit allem drum und dran kann ich hier von 1.200 Euro sehr, sehr gut leben. Und das ist vergleichsweise zu Deutschland, glaube ich, es kommt halt in Deutschland sehr, sehr stark auf die Stadt an, aber besonders wenn man selbst ein gutes Abi hat, aber nicht direkt irgendwie über die Abitur-Bestnote reinkommt, hat man ja auch nicht unbedingt die Wahl, an welcher Uni man in Deutschland studieren kann. Wenn man dann nur in München angenommen wird, hat man eben mindestens genauso hohe, wenn nicht noch höhere Kosten. Genau, also ich kann auch ein bisschen was über diese kleineren Städte erzählen. Also zum Beispiel Würzburg, zum Beispiel Münster, zum Beispiel Marburg, wie gesagt Greifswald. All diese Städte haben mittlerweile auch echt sehr hohe Lebensunterhaltungskosten. Und die meisten Studenten, die ich kenne, also ich komme aus dem Süden von Deutschland, also vielleicht in ein bisschen wirtschaftsstärkeren Regionen in Deutschland,
da geben die meisten Studenten wirklich 1000 Euro im Monat für ihre Lebensunterhaltungskosten aus und manche eben 800, 900 Euro. Aber günstiger ist das mittlerweile in den letzten 5 Jahren gar nicht mehr möglich. Und wenn man bedenkt, dass wir eben ungefähr die Hälfte hier ausgeben, dann, ja, dann rechnet sich das Ganze schon. Und eigentlich, es ist vielen nicht bewusst, aber eigentlich, wenn man hier wirklich auch auf seine Ausgaben achtet und nicht eben genauso viel ausgibt, also sein Geld eben genauso ausgibt und seinen Lebensstandard erhöht, dann sollte man eigentlich keinen großen Unterschied merken zwischen einem Studium in Deutschland und hier in Sofia. Genau, und wie ich mir das Ganze finanziere, im ersten Jahr habe ich BAföG bekommen, das waren um die 600 Euro im Monat, weil man im ersten Jahr bis zu 4.800 Euro zu den Studiengebühren dazu bekommt. Und jetzt inzwischen finanziere ich mir das durch einen Nebenjob. Das heißt, ich arbeite die Semesterferien komplett durch, weil man da eben auch komplett frei hat, weil die Klausuren am Anfang der Semesterferien liegen, und kann mir so die Studiengebühren finanzieren und kann die komplett selbst bezahlen. Und monatlich bekomme ich dann 500 Euro von meinen Eltern. Wir haben es einfach so abgemacht. Wir haben überlegt, soll ich einen Kredit aufnehmen, weil ich eben gerne finanziell abhängig von meinen Eltern bin. Aber das lohnt sich einfach nicht, weil ich dann eben diese hohen Zinsen tragen muss. Und wenn meine Eltern mir quasi das Geld geben, kann ich es ihnen einfach zinsfrei zurückzahlen. Und wenn es für die Eltern möglich ist, macht es so auf jeden Fall mehr Sinn, dass ich es ihnen einfach zurückzahle und nicht irgendeiner Bank, wo ich dann Druck habe und Zinsen. Genau, also das macht auf jeden Fall auch Sinn und ist empfehlenswert. Genau, also es ist kein Hexenwerk, sich das Studium hier in Bulgarien zu finanzieren. Ja. Wenn ihr noch weitere Informationen dazu benötigt, sei es zum BAföG, darüber haben wir noch mal ein Video gemacht, oder generell noch mal speziell zur Finanzierung, diese Videos verlinke ich euch unten in der Infobox. Dort findet ihr auch die Kontaktmöglichkeiten zu mir in WhatsApp oder per E-Mail. Auch über Instagram könnt ihr mich kontaktieren, da findet ihr auch noch mal ganz viele Videos und Bilder zu meinem Leben hier, zu meinem Alltag, viele Stories und eben Posts. Also wenn ihr euch interessiert, schaut auch mal auf Instagram vorbei. Und ich freue mich, wenn ihr mir schreibt. Ich antworte immer, auch wenn es manchmal, wie gesagt, ein bisschen länger dauert. Mein YouTube-Kanal ist mir wirklich sehr ins Herz gewachsen und auch meine Abonnenten. Deswegen biete ich euch das immer an. Bis zum nächsten Video. Euer Marcel und Annika aus Bulgarien. Tschüss. Ciao.